Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla und die Belagerung von Paris. Liebe Freunde, bevor es losgeht, nochmal als Erinnerung, es läuft seit ein paar Tagen Metro 2033. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschaltet. So, jetzt folgen wir Richardes, die wir letzte Folge aus den Fängen der kleinen Mutter befreit haben. Und ich glaube, ich habe das Heiligtum noch gar nicht betreten. Deswegen würde ich jetzt, vielleicht ist er blöd, aber ich würde jetzt nochmal ganz schnell zurückflitzen. Weil für irgendwas brauche ich doch diesen Schlüssel. So, wir kommen zum Glück nochmal zurück. Aber vielleicht war das Heiligtum, warte mal, war das vielleicht einfach für die Tür da oben? Tor verleiht mir Kraft. War das hier irgendwo? Ah, dann war das bestimmt für die Tür hier der Schlüssel. Das kann natürlich sein. Okay, jetzt folgen wir aber Richardes. In die TARDIS. Weil es da warm ist. So. Tür auf. Ja, Rattenhorde. Ich weiß doch, ich kenne doch die verdammten Ratten. Die sind auch schon eliminiert. So, Richardes, ich komme. So, und mit deinem Gatten, dem König, verhandeln. Aber er ist kein einfacher Mann. Du drückst es sehr galant aus. Charles war nicht immer so. Als Junge hatte er Anfälle von Wahnsinn. Man hielt ihn für besessen. Man führte ein Ritual an ihm durch. Seine Wandlung war ehrlich. Obschon eine schreckliche Angst vor Feuer zurückblieb. Als wir uns trafen, war er aufrichtig und fromm. Du sprichst voller Stolz. Du hast ihn geliebt. Hab ich? Ja, schön. Irgendwie. Schön. Aber wir waren nie wie normale Vermählte. Im Privaten. Liebt er dich nicht? Es liegt nicht an ihm. Ich konnte nie das sein, was er brauchte. Er ist ein Mann. Er suchte sich Trost woanders. Sehr oft. Die Nonne, die kleine Mutter, wollte dich töten. Möglich. Ihre Rituale zur Deliveranze waren brutal. Nur wenige überlebten. Euphrasia gehörte einer geheimen Gruppe an, die glaubt, das Frankenreich wäre vom Glauben abgefallen. Sie hielt mich für besessen. Bischof Engelwin gehörte auch zu ihnen, glaube ich. Du weißt von Engelwin? Mhm. Ja. Sie nennen sich Bellatoris Dei, die Krieger Gottes. Es gibt noch mehr von ihnen. Schon wieder ein Orden, oder was? Assassin's Creed kommt nicht ohne Orden aus. Boah, ist ja klar. Abstergo. Werden wir noch kennenlernen, Freunde. Also so richtig. Da wären wir. Da ist Bernard. Wir sind so weit gereist, um ein Kind zu treffen. Ja. Charles hat einen Sohn. Kleiner Bär. Richardes, dir geht es gut. Gott schützt mich. Zweifle nie daran, mein Kind. Bernard, das ist Eivor, eine Freundin. Ach. Jetzt geh und wasch dich. Auf deinem Hemd ist mehr Farbe gelandet als auf der Leinwand. Er malt sehr gut für ein Kind, findest du nicht? Ein komisches Bild. Er hat dich Richardes genannt. Er nannte dich bei deinem Vornamen. Ich weiß, es war komisch für ein Kind. Doch ich bin nicht seine Mutter. Alles andere kam mir falsch vor. Bernard ist nicht dein Sohn? Wie könnte er? Und doch liebe ich ihn, als wäre er es. Wie gesagt, Charles und ich mögen uns nicht auf diese Art. Aber er ist ein Mann. Ein König.
Natürlich fand er andere Möglichkeiten, um seinen Appetit zu stillen. Daraus entstand Bernard. Versteckst du den Jungen vor seinem Vater? Charles will, dass Bernard ihm auf den Thron nachfolgt. Und Bernard will nichts mehr, als seinen Vater zufriedenzustellen. Deshalb halte ich Bernard von ihm fern. Er würde das Kind auf einen dunklen Weg führen. Den falschen für einen guten König. Ich habe mit Charles vereinbart, dich zu ihm zurückzubringen. Das Kind war nicht Teil der Abmachung. Das lasse ich auch nicht zu. Bernard weiß, dass er zu einer Kirche gehen soll, wenn er Hilfe braucht und ich nicht da bin. Ich muss wieder los. Wenn ich zurückkehre, will ich deine lateinischen Verben hören. Ich weiß, dass du ohne mich zu Vater willst. Ich bin nicht dumm, weißt du? Hältst du Bernard von Charles fern, um zu verhindern, dass er König wird? Du missverstehst mich, Eivor. Bernard muss den Thron besteigen, zum Wohle des Frankenreichs. Du siehst ja, was aus Charles wurde. Bernard ist jung, aber er wäre ein guter Herrscher. Einer, der mehr Mitgefühl für unser Volk hätte. Wenn Charles das Kind will, wird er nicht erfreut sein, wenn du allein kommst. Ich hoffe nicht. Charles weiß, dass die Bellatoren mich gefangen nahmen. Er sollte besorgt sein. Wir haben uns zuletzt oft gestritten. Aber er schickte dich, um mich zu retten. Vielleicht möchte er sich versöhnen. Ich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn ich jetzt schnell reise. Ob sie dann damit hinkommt? Der Bär ist verwundet. Warte. Wenn er verwundet ist, ist er gefährlich. Ist schon gut. Was hast du dir nur eingebracht? Oh nein. So, Gott ist mit dir. Pass auf dich auf. Und ab mit dir. Es sind edle Tiere. Er hatte aufgegeben. Doch jetzt geht es ihm gut. Und jetzt greift er voll an. Gott sei Dank. Sind alle fränkischen Bären so zahm? Alle Geschöpfe Gottes reagieren auf Liebe, Eivor. Vor allem, wenn sie verletzt sind. Daran sind sie den Menschen nicht unähnlich. Du hast ein Händchen für Tiere. Doch jetzt sprichst du von Charles. Glaubst du, dasselbe gilt sogar für ihn? Ganz besonders für ihn. Wir sind da. Charles Lager. Alles klar. Da ist er ja. Ich habe unsere Vereinbarung erfüllt. Hier ist deine Frau, die Königin. Sie ist unverletzt. Charles. Mein geliebtes Weib. Endlich stehst du wieder vor mir. Du brauchst sicher eine Erfrischung nach deiner langen und beschwerlichen Reise. Du bist immer noch zornig. Es ist unbegründet, Charles. Ich war dir ebenso treu, wie ich Gott treu ergeben bin. Es tut mir leid, dass ich Bernard mitnahm, aber... Ach ja, mein Sohn. Ich dachte, wenn ich dich finde, finde ich ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Wo ist Bernard? In Sicherheit. Erinnerst du dich an die Nacht, in der wir uns kennenlernten? Ich habe sie nie vergessen. Der Himmel war klar und 1000 Sterne funkelten. In unserer Hochzeitsnacht war es genauso. Ich sah es als Zeichen Gottes. Ich wusste, dass du und ich zusammengehören. Du warst ganz in Weiß, so rein und anmutig. Ich dachte, heute Nacht bin ich nicht der Prinz, sondern der glücklichste Mann auf Erden. Welch Glück, eine Frau zu finden, die so leicht in das Bett eines anderen fällt. Du hast mich nicht zum Mann genommen, sondern zum Narren gehalten. Charles, nein! Auf unsere Vermählung! Wir hatten eine Abmachung. Ach, sei unbesorgt wegen Bernard Richardis. Er ist mein Sohn. Ohne deine Einmischungen wird er mich finden. Und du, Teufel aus dem Norden, der sich anmaßt, mit einem fränkischen König zu verhandeln. Hier ist deine Abmachung. Alles klar, mein Freund. Du hast mich belogen. Das war's mit dir. Nein, Diable. Ich sagte, Gott wird dafür Sorge tragen. Und das hat er. Du bist tot, mein Freund. Du bist tot. Ich kümmere mich um dich. Bleib verschwunden. Du gehörst mir. So. Das hörst du. Und bumm!
Und jetzt gibt's noch ein bisschen Speer um die Ohren. Zack. Ganz genau. Ganz genau. Komm her. Komm her. Ja, komm runter. Boom, 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 boom. Boom. Ganz genau. Ihr habt es so gewollt. Zack, bumm. Komm her. Und zack. Komm runter da, komm runter. Bleib stehen und kämpf, du. Komm her mit deinem Fuß, Junge. Dreh dich mal um. Komm her. Komm her. Na komm. Nur ein zerquetschter Feigling ist ein guter. Komm her, Junge. Komm her. Bleib stehen und kämpf, du Wurf. Bumm. Zack, gib her. So nämlich. Was sie nicht meinen, um zu bekommen, was sie nicht gesagt haben. Ich habe dir nicht alles über Charles erzählt. Das tut mir leid. Die Wahrheit ist peinlich und ich hielt es nicht für nötig. Er glaubt, du wärst ihm untreu gewesen. Seine Anschuldigungen sind grenzenlos. Ich hoffte, er wäre zur Vernunft gekommen. Glaubst du, er wollte uns wirklich töten lassen? Ja. Ja. Jetzt wird Paris fallen. Dafür hat Charles gesorgt. Ja. Siegfried hatte recht. Hasse Charles nicht. Wie dieser Bär könnte er sich mit Gottes Hilfe erholen und dein Verbündeter werden. Ich teile den Glauben an deinen Gott und deinen Gatten nicht. Doch du trägst beides mit einer seltenen Würde. Vielen Dank. Das ist ein großes Kompliment. Ich glaube nicht, dass Gott schon mit dir fertig ist. Wir waren dazu bestimmt, uns zu treffen. Nun muss ich Bernard finden. Wir gehen in die Armensiedlung von Paris und helfen den Kranken. Dort wird Charles nicht nach uns suchen. Ich muss zu Siegfried in unserem Vorposten bei Paris. Ich muss eine Belagerung vorbereiten und meinen Stolz hinunterschlucken. Wer sich erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Eivor vom Rabenclan. Du wirst sehen. Leb wohl. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. So. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Also eigentlich bin ich jetzt gerade so drauf. Charles hatte seine Chance. Kommt er mir nochmal unter die Augen, ist er tot. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn ich später die Chance habe, das zu entscheiden. Ich glaube, Charles, ich will nicht Charles sagen, das klingt so bescheuert. Also, Charles. Das sieht nicht gut aus für dich. So, aber bevor wir jetzt zu Siegfried gehen oder Siegfried, mache ich hier einen Raubzug. Denn da haben wir auch noch ein paar Schätze. Ich denke mal, das DLC wird echt nicht so lang gehen. Vielleicht nur so 10 Folgen oder so. So, schön hier Bären einsammeln, lecker Schmecker. Oh, die Farben, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich, Freunde? So, eine kleine Ortschaft. Das trifft sich ja gut. Ich bin wieder ein bisschen... Lang. Kein Cash of Tash. Versteht ihr, Freunde? Ich muss mir ein bisschen die Taschen voll machen jetzt. Tut mir leid.
Und los geht's! In die Schlacht! Um, Junge! Wer spannt da, hä? Ah! Naja. Weiter so! Meine Männer sind da! Sehr schön! Bumm! Alter. Oh, hier mal jemanden. Au. Verdammt. Danke. Komm her. Komm, Junge. Der Kollege hält ja ganz schön was aus. Komm mal her. Dreh dich mal um, bitte. Danke. Zack. Und. Scher dich zum Teufel! So. Tungstenbarren. Das war schon der Reichtum. Oh, hier ist noch ein. Neue Fähigkeit, Ghoul-Atem. Yippie. So, macht jemand bitte einer mit auf? Ich brauche hier drüben Hilfe. Kommt hier mal einer bitte? Danke. Hier lohnt es sich zu plündern. Ja, auch gleich nochmal. Rohmaterial! So, Freunde, zwei Kisten noch und dann haben wir alle Schätze gesammelt. Oha. Hey, komm mal kurz her. Wenn du mir aufmachst. Oh, ist das hier Bar... Nee, wie hieß nicht Barit? Bruder oder Brodia ist das, glaube ich. So, ein letztes Schätze kennen, liebe Freunde. Hier freilassen. Oh, komm. Nein! Ich helfe dir, Schwein! Sehr schön. Wir müssen das Schwein retten, Freunde. Oh, es geht auch auf meine Männer. Ups. So, tschüssing. So. Vorsicht. So. So. Bumm, Junge.
Alter, Speer ist so Killer. Ich höre hier irgendwo noch ein Schwein. Au. Der Kollege da oben. Na Junge. Ah! Boah, die sind ja überall. Ach komm, die lasse ich jetzt einfach sein, die Kollegen. Wir sind hier fertig. Tschö! Das hätten wir, liebe Freunde. Und hier haben wir noch ein Ereignis, das wir noch mitnehmen. Komm, Pferd. Ich zerreiße dich. Ja, komm, lass mal gut sein. Leute, ist gut, ich bin weg. So. Ah, jetzt hier schön entspannt Steine stapeln. Sehr schön. Da unten tobt die Schlacht noch. Darf ich bitte Steine stapeln? Bitte? Leute? Darf ich dann, Leute? Ich würde hier gern, Leute, bitte Steine stapeln. Darf ich? Jetzt darf ich. Okay, warum ist das hier in Frankreich so easy? Das ist ja wirklich easy. Zack, hier, bitte, fertig. Obwohl, komm, den packen wir auch noch mit drauf. So. Das waren sie alle, ne? Ja. Alright. Dann haben wir hier in dem Gebiet nur noch ein Ereignis, also ein Rätsel. Und das ist die Opfergabe. Pferd! Sehr gut. So, wo machen wir denn weiter? Also, hier haben wir noch drei Sachen, die könnten wir eigentlich auch mitnehmen, oder? Könnten wir eigentlich so machen. Wir haben noch gut Zeit. Ich traue mich nicht zu Siegfried. Dann wird es bestimmt heißen. Wir haben es dir doch gleich gesagt, ey, warum mit Charles kann man nicht verhandeln? Spring, Pferd, da ist ein Vorsprung. Sehr gut, sehr gut. Das gibt schön Whiskas zu Hause. Boah, dann muss ich noch gucken, in welchem See, in welchem Fluss man eine Seeforelle fängt. So, hier wird wieder gekämpft. Das heißt, ich muss eigentlich noch mehr Proviant finden. Hallo, Proviant? Ja, komm, probieren wir es so. Probieren wir es so. Das geht schon. Wo ist er denn? Da. Hallo. Es naht ein unwürdiger Herausforderer. Komm mal ran, Schnurrbart. Am Kampfplatz fehlen die Zuschauer. Ach, Heide. Deine Augen trügen dich. Siehst du nicht? Meine Bewunderer mich umringen? Ich werde sie nicht enttäuschen. Zücke deine Waffe. Betritt meine Arena. Und erlebe deine Niederlage. Na, komm mal her. Komm ran hier. Geh mal weg. Geh mal weg. Genau.
Und los geht's! Unerzogenes Gör! Unerhört! So, mein Freund, wie machen wir es denn am besten? Fangen wir mal damit an, würde ich sagen. Bumm! Zack, 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 zack. Ja! Zack! Komm her mit deinem Ärmchen. Ah! Komm her! Uiuiui. Ich sollte vielleicht was essen. Alter! Ganz ruhig! Nee, nee, mein Freund, so läuft das nicht hier. Meine Anmut übertriffst du sicher nicht. Junge, du kriegst jetzt ein Ding ins Gesicht. Au, 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 au. Bumm. So, da leuchtet's Ärmchen. Warte, warte. Zack. Komm ran hier, Junge, jetzt! Oh, Voice Crack of Doom. Ich bin sehr scharf, so flink. Sieh, wie ich spring. Du hältst gleich mal das Maul, mein Freund. Jetzt gibt's noch einen Stampfer hinterher. So sieht das nämlich aus. Zack, Junge. Einfach den Killerspeer, Junge. Von dir lass ich mich nicht besiegen. Schnauze, Junge, und hoppa! Erspar meinem Hause deinen Ton. Hör das Geblöke. Meine Lieben! Was ist mit dir los eigentlich, hä? So, Junge, zack! Ja, guck mal, wie sie kommen, hä? Und dich beschützen. Aber sie waren zu spät, jetzt geh weg, ich muss den Tod bestätigen. Geh weg, scharf! Doch dumm wie deine Schafe. So. Und dann können wir hier gleich direkt auf entspannt Steine stapeln. Pferd. Okay. Zwei Fertigkeitspunkte. Und alle, das wird... Oh Gott, Pferd! Oh Gott. So, das geht wieder schnell, Freunde. Zack. 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 Das darauf und das. Oh, okay, das dann geht dann doch nicht so schnell. Ja? Ja, ein sportliches Pferd. Es ist ein Workout. Habe ich dem so beigebracht. Okay, wird doch nicht ganz so einfach, Freunde. Dann muss ich den Kollegen vielleicht doch mal irgendwie so hier hinstellen. Okay, das wird echt tricky, Freunde. Ja, dann waren sie einfach. Oh, Pferd, jetzt hör doch mal auf. So reicht das nicht, ne? Ah! Da juckelt die Nase. Muss ich mal kurz kratzen. Dazu. Müsste ja theoretisch da nichts mehr raufstellen. Das kommt ja schon rüber.
Okay. Was fährt im Hintergrund, ey? Na komm. Na komm! So probieren und jetzt den kleinen Scheißer da noch mit drauf. Gut. Oh, das hätte fast gehalten. Vorsichtig, vorsichtig. Bisschen hier so hin. Bisschen hier so. Jawohl, das ist er. Sehr schön. Sehr schön. Oh. So, fertig, Erlös. Jetzt hört er auf. Jetzt hört er auf, ey. So, dann kümmern wir uns noch um das Ungetier, würde ich sagen. Tag, der Herr. Dreht wieder um. Alles klar. Proviant ist voll. Das klingt doch sehr gut. Ein Stier. Alles klar. Alles klar. Okay. Geister, Auerochse. Stärke 400, natürlich, natürlich. Das wird ein Spaß, Freunde. Das wird auf jeden Fall richtig ein Spaß. Weg. Weg. Ja. Oha, Alter. Fast ein One-Hit. Fast ein One-Hit, Freunde. So. Ah, es juckt ihn einfach gar nicht. Was macht er jetzt? Hey! Pferd, geh da weg! Was macht er jetzt? Nee, du heilst dich nicht, du Penner! Ist bescheuert? Nope, nope, und um die Axt sind. Ah! Ah! Alter, was für ein Brocken, Alter! Guck dir die Muskeln an, Junge! Dwayne The Rock Stierson. Yo! Alter, der muss mich wirklich nur ein, zweimal treffen hintereinander. Shit! Und jetzt bin ich hier bei dem Stein wieder. Okay, ich glaube, ich muss bei dem Stier speichern vorher. Das werde ich vielleicht noch ein, zwei Mal probieren. Crazy! Crazy! So, probieren ist voll. Und hepp und
Spiel speichern. Zack, ja. Weiter geht's. Oh, das gibt's doch nicht. So, komm her. Essen. Oh, essen, 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 essen. So, jetzt gleich rauf mit den Pfeilen, gleich rauf. Wir fangen hier nicht die Heilungsscheiße an. Weg der Pferd! Weg! Bleibst du... Wo rennt der hin? Nee, nee, nee! Nee, 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 das ist nicht mein Freund. Nein! Yo, Alter, du kannst gar nicht so schnell A drücken! Mann! Oh! Crazy! Crazy! Ich glaube, da verteile ich jetzt gleich nochmal meine Punkte. So, und zwar, was nehmen wir hier? Ach komm, ich level das jetzt einfach hier. So, die vier, dann hier noch. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal, dann haben wir hier auch schon richtig gut gelernt. Wir haben das hier fast komplett ausgebaut. Das ist wirklich nur noch hier drüben. Das Stärke 400 ist schon ein bisschen crazy. Zack. Ja. Ja. Das war schon wieder knappes. Das war knappes. So. Alter, dreht er sich jetzt? Komm her. Nee, 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 mein Freund. Nee, 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 ist nicht. Ist nicht. Pferd, geh weg! Essen, essen, essen. Essen! Komm her! Komm her! Keine Pfeile mehr, verdammt! Jawohl. Nein, ich... Oh. Was denn für Aushilfe, Junge?
Keine Pfeile mehr. Hier. Klack, 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 klack. 7 Stück. Bumm! Ah. Schön auf H gucken. Pferd! Komm! Hinterher! Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Komm her. Oh. Oh Gott. Das kann doch nicht, weil ich habe jetzt 5-mal H gedrückt. Boah, Alter. Das Spiel übertreibt nicht. Ich habe gerade wirklich 5-mal H gedrückt oder so. Boah, jetzt, das ist nervig, ey. Vor allem jetzt zum Schluss, ich hatte den so gut. So, komm, 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 komm. Pferd! Warum ist denn das Vieh jetzt wieder... Okay. Nee. Krass, Freunde. Ey, ich will es jetzt noch einmal probieren. Aber holy moly. Holy moly. Das Vieh ist einfach Stärke 400. Einmal probiere ich es jetzt noch. Einmal. Hä? Achso, hat das jetzt gespeichert? Als ich die Punkte vergeben habe? Anscheinend schon. So, komm her. So. Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Weg! Pferd, komm! Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Sind da Anlauf? Ja.
Okay. Ha, wie witzig. Na komm. Ich würde so gern zwischenspeichern. Ich würde so gern jetzt speichern. Oh Gott. Komm schon. Nein. Oh. Oh. Das muss er sein jetzt, das muss er sein jetzt! Pferd! Oh Gott! Pferd ist viel zu weit weg. Dreht er nochmal um? Nee, haut ab. Komm, Pferd, komm! Ihm hinterher! Sonst heilt der Penner sich. Nein! Hör auf, dich zu heilen, Junge! Gleich heilen, ist mir egal. Alter, das Vieh, das Vieh! Ha! Oh. Ich hab kein Leben mehr, ich hab keine Mahlzeit mehr. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Jetzt zum Schluss. Oder was? Oh! Freunde, ich mache hier eine Pause. Wir machen das diese Folge. Ich mache hier eine Pause und schneid euch dann rein, wenn kurz bevor ich ihn habe. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Und ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich glaube, diese Runde ist es soweit. Let's go. Oh, es waren jetzt noch 3 Versuche. Nachdem ich die Aufnahme geschnitten habe. Alter, das war mal ein richtiger Aua-Ochse. Junge, Junge. Geschafft. Alter, Geister-Aua-Ochse, Jagdandenken. Holy shit. Holy shit. Freunde, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.